Als ich schwanger wurde vor 6 Jahren, habe ich dann ziemlich viel zugenommen. Das habe ich auch nie wieder ganz verloren, die Kilos von der Schwangerschaft. Und die letzten 3 Jahre war eigentlich sehr extrem. Da habe ich dann abends gegessen, so ab 9, halb 10, meistens 1, 2, wenn es gut geschmeckt hat, sogar 3 Teller. Und das hat dann dazu geführt, dass ich wirklich bis über 20 Kilo zugenommen habe. Um mein Übergewicht zu verlieren, habe ich einige Diäten ausprobiert, die aber nicht auf Dauer gehalten haben. Also ich habe dann wirklich abgenommen, habe das dann auch wieder zugenommen und wenn nicht sogar auch das Doppelte dann auch zugenommen. Mit Fit Catering habe ich in den letzten 4 Wochen bis fast zu 7 Kilo verloren. Mit einem Startgewicht von 86,7 habe ich angefangen und heute früh auf der Waage hatte ich 80,0. Am Anfang war ich wirklich skeptisch, ob das Konzept von Fit Catering funktionieren sollte. Wobei ich jetzt ganz anderer Meinung bin, denn in diesen 4 Wochen ist komplett meine Ernährung umgestellt worden. Ich lebe gesünder, ich bin fitter in der Früh, ich fühle mich einfach auch wacher und gehe abends auch gut ins Bett. Ich habe einiges an meinem Körper gesehen, was sich verändert hat in den letzten 4 Wochen. Auch wenn es vielleicht noch gar nicht so auffällt, aber ich fühle mich einfach viel aktiver. Ich passe auch schon wieder in manche Sachen rein, wo ich mich einfach auch zu dick gefühlt habe, wo ich mich jetzt einfach auch wieder wohler fühle. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen. Was mir in den letzten Wochen wirklich wahnsinnig geholfen hat, war, dass ich einfach das schöne Wetter genossen habe, ein bisschen an die frische Luft gegangen bin und auch mein inneres Ich wieder ein bisschen gefunden habe. Da ich wenig Zeit habe, mich um meine Ernährung zu kümmern, habe ich früher oft zu Fastfood gegriffen, wie Burgern oder fetten Essen. Heute greife ich zu Fit Catering. Ich komme gerade vom Wiegen und ich habe in 4 Wochen meine 7 Kilo geschafft, sogar eins mehr als die Fit Challenge angegeben hat. Somit heißt es, Fit Challenge bestanden.